Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Megaquarium bei Fabian LP. Schön hast du heute wieder eingeschaltet zur nächsten Folge. Wir haben ein paar Aufgaben und zwar müssen wir einerseits so ein Wandbecken erstellen hier in der Wand und andererseits hier ein bisschen die Probleme lösen, die da so entstanden sind. Und ich würde mit den Problemen anfangen, ist das Bessere eigentlich. Also hier seht ihr, die Wasserqualität reicht mit dem hier nicht aus. Das heißt, wir müssen da den kraftvollen Filter und die kraftvolle Heizung hinstellen. So. Und dann sollte das Ganze da wieder gehen. Da drüben dasselbe. Später schalten wir dann auch noch die kraftvolle Kombi frei. So, die sind gerade im Sterben, ich weiß. Wo setzt man jetzt das? Das ist ein bisschen problematisch hier. Da kommt es in den Weg und hier hinten ist es nicht mehr erreichbar. Kann ich es hier hinten hinstellen? Mal schauen, wir lassen es mal laufen. Keine Ahnung, wie die da rauskommen sollen. Das ist eigentlich wirklich doof. Ich könnte aber hier draußen ausbauen. Ist zwar nicht die Aufgabe. So, und dann kann ich den hier da nach drüben verschieben. So. Ebenfalls kann ich dann den hier so verschieben. Und den können wir dann auch entfernen. So, und dann sollten sich hier die Fische wohlfühlen. Es wäre schön, wenn der hier noch Futter bekommen würde. Und dass der den anderen noch nicht gefressen hat, ist fast ein Wunder. Da sieht man ihn. Ah, durchs Glas kann man ihn ganz gut sehen hier im Holz drin. So, im Treibholz. Aber fürs Erste haben wir es im Griff da. Ah, da gehen sogar die Türen auf. Ist schön, dass alle drei hier sind, da drüben keiner ist. Das ist wirklich schön. So, wir sollen eine Größe 3x3 Becken bauen. Mir ist noch aufgefallen, dass wir... Oh, habe ich das gesehen? Ah, jetzt haben wir übrigens mehr Fische zur Verfügung. Genau, hier. Wir haben Wandbecken, Eckbecken und Beobachtungsbecken. Keine Ahnung, was das ist. Ah, das ist von mehreren Seiten. Okay. Eckbecke, Becken ist ja so in die Ecke halt. Und das ist ein Wandbecken. Also es kommt dann so, die Pfeile sind für die Mitarbeiter. Also ich würde das erstmal 3x3 muss es sein. Dann stelle ich das mal hier so hin. So. Die Fässer können wir gleich versetzen. Danach. Ich würde dann ebenfalls dazu noch ein Eckbecken bauen. Ja, so ist vielleicht nicht ganz toll. So. Hier um die Ecke. Und dann haben wir irgendwo die Mauer. Die Wand, die ist hier. Lässt sich eigentlich ganz leicht bauen. Man muss nur geklickt halten. Und wir haben noch die Personaltür. Kann ich die auch einsetzen hier? Geht nicht. Das ist schade. Machen wir hier den Zugang. Und das ist übrigens falsch herum gebaut. Toll. Das muss so sein. So. Die kommt da rein und diese Fässer hier, die habe ich vorhin angeklickt, die sind einfach Dekoration. Die müssen so sein, das ist Dekoration. So. Ja, stellen wir da so hin. Den da oben. Gut. Also, dann haben wir schon mal so ein Wandbecken. 3x3. Ein beliebiges Tier darf da rein. Die Erforschung dauert noch ein Weilchen. Dann nehmen wir doch da mal den, der da kein Licht mag. Ja, hat echt viel Platz hier drin. Der braucht natürlich auch wieder einen kraftvollen Filter, so. Und eine kraftvolle Heizung, die wieder mal keinen Platz hat hier. So. Deshalb bauen wir doch da gerade mal noch aus.
Komm, nimmt mich wunder, was mit Besuchern passiert, die da plötzlich im Raum drin sind. Ob die noch rauskommen, das ist die spannende Frage. Dann brauchen die natürlich ein bisschen Deckung hier, so. Wir können uns aber auch mal das neue Seegras anschauen, das ist auch größer. Und das Geröll, oh, das ist sehr groß. Hier können wir mit Geröll füllen, so. Mögen die überhaupt Pflanzen? Nicht, dass das solche sind, die Pflanzen hassen. Nee. Also, dann kommt da noch ein bisschen Seegras rein. So. Und dann müsste da... So, Gäste haben keinen Zutritt. Ja. Dann muss es auch hier gar nicht abgetrennt sein, eigentlich. Können wir uns das eigentlich auch sparen hier. So, lassen wir die doch mal rausgehen. Kann ich die auch bewegen? Ah, ja. So geil. Tschüss. So. So. Gut gemacht. Die nächste Phase der Aquariumserweiterung liegt jetzt bei Ihnen. Dass Sie für eine Erweiterung über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müssen, sollten Sie gut auf Ihren Cashflow achten. Diesen können Sie einsehen, indem Sie auf Ihren aktuellen finanziellen Mittel klicken. Aha, und sobald es eine Größe erreicht hat, meldet er sich wieder. Wir können hier draufklicken, dann haben wir den Cashflow. Interessant. Eintrittstickets, Personallöhne, Tiernahrung, Tagesprofit, Baukosten, Netto Cashflow. Das ist etwas, was ich mir natürlich auch für Jurassic World Evolution gerne gewünscht hätte. Was da halt ein bisschen schwer war. Ich weiß nicht warum. Aber ja. So, haben wir einen Fisch, der gerne Steine mag. Wir haben ja hier Höhle. Der da liebt Pflanzen. Genau. Und der Höhlen. Aber Steine haben wir nicht. So, das Becken ist voll. Wir haben zwar zwei Türen, wir haben aber zu wenig Futter da. Das Futter war hier. Auch gleich mal ein grüner. So. Ein orangener daneben, der sperrt natürlich den Weg. Dann machen wir den da. So. Und dann noch so Muscheln würde auch noch gut gehen. So. Das wäre schon mal drin. Wir müssen 160 Ruhmspunkte erreichen. Wir sind hier noch das Ökologieprojekt am Erforschen auf 300. Und hier sind wir die einfache Pumpe am Erforschen. Wir können da auch mal die Zeit höher stellen. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Hier steht immer die Uhrzeit. Da habe ich gar nicht groß drauf geachtet vorher. Es wäre vielleicht schön, wenn wir hier auch noch den letzten Personaldienst einstellen. Denn genug Arbeit gibt es, glaube ich, schon. So, der lebt immer noch da drin. Dieses Getüre hier. Türe auf, Türe zu. Ja, gibt überall Punkte. Okay. Ja, ein bisschen ausbauen können wir ja mal, oder? Ja, ich will es ja nicht übertreiben. Einmal Pause. Dann machen wir hier aber wirklich solche Wände zu. So. Schön zumachen. Ein großer neuer Bereich. Und dann könnten wir doch hier sowas bauen, denn wir können ja auch in die andere Richtung. Das ist eben toll, wenn es keine Untergrundkarte gibt, so gesehen. Dann können wir nämlich selbst in die Richtung bauen, die wir wollen. Ich kann jetzt hier fertig machen und kann danach dadurch weitergehen. So ein T-Stück haben wir jetzt. So. Und ich glaube, ich kann auch Becken hier reinmachen. Ja, sie müssen eher so sein. Aber hier könnte man das eigentlich machen. Nee, die Wand muss draußen sein. Das wäre ja so ein Becken, das da raussteht. Also hier zum Beispiel. Das sieht dann so aus. Aha. Und dann machen wir da noch ein Wandbecken. Ja, schade geht das nicht. Dass man das nicht direkt kombinieren kann. Wir können da noch eins machen und da. Möglichst viele, natürlich. Ich muss gleich in der vierten Folge das Ganze so auslasten. Ah ne, das ist die Personaltür, sorry.
vielleicht sollten wir doch nicht zu viel bauen, weil wir haben nicht mehr Mitarbeiter. Das ist wahrscheinlich eher so der Nachteil daran. Okay, hier hinten sollte man eine Werkzeugstation haben. Und dann wieder die diversen Spender, die es hier so gibt. Die kombiniere ich da mal so hin. So, dann ich würde als erstes mal dieses hier machen. Also einen kraftvollen Filter. Kraftvolle Heizung. Hallo, ich kann die Maus. Ah, ich war auf der falschen Taste. Das ist natürlich sehr toll. So, und dann würde ich da Treibhölzer hinmachen. Und dann schauen, vielleicht können wir zwei von diesen speziellen Fischen nehmen. Ah, jetzt ist es 4, danach 9. Aber es hat nur 15 Platz. Dann halten wir uns ein Becken frei, um einen dann zu transportieren. Das wäre vielleicht die Lösung dafür. Ansonsten soll es dem gut gehen. Und das Becken würde ich auch noch eben bestücken. Mit Seegras und mit Geröll, komm. So, gefüllt mit Geröll. Und dann geben wir den... Ah, welche Fische haben wir noch nicht? Die hier zum Beispiel. Ah, die möchten pflanzen. Ja. Sehr geil. Möglichst unkomplizierte. Die hier zum Beispiel. Ah, es war erst 8, sorry. So, 10. Gut, lass jetzt mal laufen. Und die alle rennen sie sofort dahin. Und genau jetzt schalten wir natürlich das nächste Tier frei, ganz klar. Den Flammenzwerg-Kaiserfisch freigeschaltet. Er besitzt eine Abneigung gegen Artgenossen. Ah, okay. Interessant. Er frisst oder verletzt Steinkorallen, Muscheln und Gorgonien. Er möchte gerne pflanzen und frisst grüne Pellets. Okay. Wir haben ja noch ein Käfig für den, wenn ich das Käfig nennen darf. Oder komm, wir lassen erstmal hier noch die Forschung vergehen. Und wir können das Becken schon mal mit Seegras ausstatten hier, so. Da gibt es noch nichts zu sehen. Die werden mal gefüttert, das ist schon mal positiv. Ja, eigentlich sind wir gut aufgebaut, ehrlich gesagt. Wie das hin und her schwanken kann, ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Wenn ich da ehrlich sein kann. Tag 5, wir haben Post. Einmal stoppen. So, wir haben den kraftvollen Kombi haben wir freigeschaltet. Pause. Okay, die Zebremyräne ist auf der Größe 9 gewachsen. Okay, und sie kann jetzt andere Fische verschlingen. Das wird jetzt sehr interessant hier. Oh, die sieht jetzt wirklich fett aus, ehrlich gesagt. Der Fisch da, der kann sich mal warm anziehen, glaube ich. Ah, der hat eine Größe 3. Und sie frisst, was frisst sie? Krebstiere mit der Größe 3 oder weniger. Also die verletzt den oder frisst den. Tatsächlich. Wow, bis jetzt noch nichts passiert. Wenn man ehrlich ist. Okay. Die kraftvolle Kombi. Oh, die ist trotzdem sehr breit. Die kann man aber von so noch anlaufen. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Ah ja, das Becken wird jetzt natürlich mehr strapaziert. So. Und jetzt können wir da einen von diesen Flammen reinsetzen. So. Und jetzt müssen wir schauen, was wir da noch reinsetzen können. Ja, eigentlich alles. Nur nicht das. Vor allem den Pflanzenliebhaber könnten wir da reinsetzen. Den da. Ja, dem gefällt es doch da gut. Einen. Genau. So. So, da steigt natürlich die Bewertung gerade nochmals an hier. Gäste Gedanken. Oh, hier, der kommt gut an.
So, wir haben auch negativ. Becken 9 sieht etwas lahm und leblos aus. Jeden Tag dieselbe langweilige Exemplar der Spezies Königsfeenbarsch. Okay. Das ist wahrscheinlich Becken 9. Ne, das ist Becken 10. Das hat noch keiner bewertet. Wir müssen dann einen von hier... Das können wir eigentlich auch jetzt machen. Ich muss nur das Becken hier noch einrichten, richtig. Und der Vorteil ist halt, dass da die Fütterung in einem geht. So, wenn ich das hier so einsetze... Und dann können wir eigentlich den da... Wir haben ein neues Objekt freigeschaltet. Sie haben soeben den Korallenzackenbarsch freigeschaltet. Sehen wir ihn uns an. Ich habe einfach die Hoffnung, dass irgendwann das Tutorial soweit fertig ist. Denn wenn es irgendwie 100 Fische gibt und wir jedes Mal den Text lesen, ja, das dauert ewig. Er besitzt eine Reihe von Pflegeanforderungen, die bisher noch unbekannt sind. Ein gieriges Tier. Das bedeutet, dass im Vergleich zu anderen Tieren mehr Fressen und Stärke zu einer schlechteren Wasserqualität beitragen. Ihre Abneigung gegen Artgenossen bedeutet, dass nur ein Exemplar... Das kenne ich ja schon. Sie Fische und Krebstiere betilgen, die kleiner sind als sie selbst. Ah, ja, das kennen wir ja hier schon. Die Krebstiere sind die sogenannten anderen Fische, wenn ich das richtig kapiert habe. Okay, jetzt stoppen wir mal schnell. Also, den Fisch hier. Ich konnte mir ihn so zügeln. Der kommt hier rüber. So, die da wird er wohl nicht verschlingen. Wenn nur die dann den nicht verschlingt. Das ist, glaube ich, die größere Sorge. Das war ja der. Der braucht nämlich auch Höhle, Liebhaberhöhle. Und er geht in 3 Tagen auf 9. Also in 3 Tagen braucht er ein neues Haus. Und der kostet 160. Nicht so schlecht. Gibt aber viele Punkte. Das heißt, ich setze da überall einen rein. Und jetzt müssen wir aber... Ja, da wird gerade mal gewartet. Tag 7. Also wir haben den jetzt da drin. Der wird aber in 3 Tagen größer. Und in 3 Tagen müssen wir ausgebaut haben. Zum Beispiel hier. So. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man da die Wände immer neu setzen muss. Ich baue jetzt da Klasse. Ja, wir machen da einfach so ein Zweierbecken rein. Am besten gleich hier. Und dann lasse ich da einen Platz und mache zu. So. Die Kante stimmt auch gar nicht ganz überein. Ich habe gerade gedacht, da stimmt was nicht. So, den setze ich da in die Ecke. Und dann sind wir gerüstet. Dann können wir nämlich den... haben eine einfache Pumpe freigeschaltet. Kann mit Becken verbunden werden, bis zu 7 Felder weit entfernt sind. Kann mit bis zu einem Becken verbunden werden. Was macht die? Das sagt uns keiner. So, den packe ich mal... Oh ja, der braucht eine Höhle. So, aber sonst soll es ihm gut gehen. Wir müssten nur für den da auch ein Heim haben, denn der... Tag 8. Stopp. Okay, die ist jetzt angestiegen. Das ist die Meldung wie immer. Das war die da hinten, oder? Ah, jetzt sind wir... Jetzt haben wir die ganze Level-Aktion geschafft. Sie haben bei ihrer letzten Erweiterung beeindruckende Arbeit geleistet. Damit haben sie bewiesen, dass sie für noch fortschrittliche Aquariumsdesigntechniken bereit sind. Über Pumpen reden. Oh, sieht interessant aus. Pumpen erlauben es ihnen, ihre Ausrüstung weit weg von ihren Becken zu platzieren. Sie bringen ihre Heizungenfilter nicht mehr an ihren Becken, sondern an ihren Pumpen an, die mehrere Felder weit entfernt liegen. Interessant. Ja, sieht interessant aus. Ich sag's euch mal so.
wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier ist schon einiges los. Wir können leider keine weiteren Mitarbeiter einstellen. Denn ich glaube, das Aquarium ist schon fast ein bisschen zu groß. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss. Dann schauen wir uns die Pumpen an.